verschiedene Arten von Keuschheitsgürteln für die Frau, wenn der Mann länger unterwegs war. Ihr seht hier hinten ein kleines Loch, vorne ein kleines Loch. So mussten die Frauen diese ganze Zeit diese tragen. Dieser hier war sogar noch gepolstert. Er war noch recht human gegen die anderen. Denn diese haben natürlich gerieben. Oft sind dabei offene Wunden entstanden und die Frauen sind durch den Keuschheitsgürtel an einer Blutvergiftung gestorben.